Lass uns die Strecke bis Kurve 1 im Kopf durchgehen. Wenn wir es ruhig angehen, fahren wir aus einer guten Position heraus. Wir müssen es nicht gleich am Anfang des Rennens übertreiben. Und damit herzlich willkommen zurück zu F1 2018. Ja, wir sind mit einem weiteren Klassiker hier unterwegs. Diesmal in Brasilien mit einem schönen alten Williams. Und ja, ich habe diesmal das Wetter mal eingestellt, denn ich mag Brasilien vor allem im Wetter überhaupt nicht. Deswegen habe ich hier mal trockene Bedingungen eingestellt. Aber ja, wird, denke ich mal, trotzdem sehr interessant. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal in das Rennen rein. Jetzt wird es spannend, die Startphase. Ganz schön Wheelspin gehabt gerade. Da habe ich gerade irgendeinem Senna S an der Seite hängen. Jetzt müssen wir gucken, dass wir die da vorne so schnell wie möglich eingeholt bekommen. Sonst fahren die uns hier, glaube ich, weg. Aber jetzt geht's in den zweiten Sektor. Der war eigentlich immer mein Sektor, wenn ich gefahren bin hier. Also zumindest gegenüber der KI, egal mit welchem Fahrzeug, war ich hier eigentlich immer sehr stark. Das war knapp. Er hat nicht viel gefehlt und er hätte mir den Reifen abgerissen. Damit sind wir schon auf die 4 vorgekommen. Jetzt hier wieder schön auf Fett, damit wir auch die volle Leistung vom Auto haben. Denn es ist ein sehr langes Vollgasstück. Ja, ganz einfach ist das Senna S mit den Autos jetzt nicht, muss ich sagen. Da fühlen sich manche Autos hier weitaus schöner an. Und da vorne gab es, glaube ich, einen Positionswechsel, wenn ich es richtig gesehen habe. Auf dem Kopf zu überholen ist nie eine gute Idee. Da wird es dann halt doch irgendwann ziemlich eng. Aber hier sollte es funktionieren. Aber er ist noch neben uns. Gut gemacht. Super überholt. Und er stößt mich sogar gerade aus der Strecke. Das war jetzt natürlich richtig assi. Sasari. Dass ich jetzt natürlich in meinem Windschatten ransaugen wird wieder. Ist klar. Aber das Gute ist, dass die vorne sich ein bisschen bekebbeln. Dadurch kommen wir ein bisschen näher dran. Aber auch Sari wittert seine Chance. Aber schöne Positionskämpfe da vorne, definitiv. Aber wir kommen jetzt dran. Oh, da hat er ein bisschen früh gebremst. Das habe ich nicht erwartet. Ja, jetzt an die Box zu fahren, wäre halt total retarded. Muss ich jetzt versuchen, so durchzuschaffen. Ich bin halt am ersten dran, ne? Windschatten könnte sein, dass ich dadurch näher dran komme. Vielleicht kann ich ihn dann kurz vor Sektor 2 oder beim Anbremsen Sektor 2 überholen. Aber vielleicht reicht es auch schon hier auf der Geraden.
hat gereicht hier in der ersten Kurve. Dadurch, dass ich innen reingestochen bin, habe zwar etwas vor ihm gebremst, dadurch konnte ich mich aber noch mal ein bisschen besser positionieren und das hat dann geholfen, hier vorbeizukommen. Ja, aber ich merke den Flügelschaden. Also in manchen Kurven merkt man es schon, wenn man da einen Schaden hat. Nicht in allen Kurven, also es geht teilweise. Boah, das heißt, ich muss versuchen, die Jungs irgendwie hinter mir zu halten. Dann hätten wir zumindest bei den Klassikern jetzt den, glaube ich, ersten Sieg. Das erste Rennen, da haben wir ja quasi den zweiten oder dritten Platz leider weggeschmissen, weil ich mich da relativ zum Ende hin mal gedreht habe. Und im Lotus in Monaco war es halt von der Position, von der wir gestartet sind, leider nicht wirklich möglich, da weiter nach vorne zu kommen. Als, ich glaube, zweiter oder dritter sind wir da geworden. Also es war definitiv in Ordnung. Da kann ich echt nicht meckern. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Vielleicht schaffen wir es ja, eine Sekunde Abstand rauszufahren. Das wird zumindest echt cool. Ich habe halt auch nicht so viel Benzin, um noch jetzt viel Fett fahren zu können. Aber wir haben schon mal die Sekunde. Wenn wir hier ein bisschen weit rausgekommen sind. Ich bin echt gespannt auf die neuen Klassikers, die dann mit F1 2019 rauskommen. Denn es kommen ja unter anderem, glaube ich, der von 2010, der Ferrari, und von 2010 der McLaren. Und dann hätten wir quasi drei Autos aus dem Jahr 2010, also den Ferrari, den McLaren und den Red Bull. Und dadurch kann man, finde ich, etwas coolere Duelle machen mit den 2010er Wagen, weil die dann wenigstens in einem Jahr sind. Die dadurch ein bisschen mehr, ja, sag ich mal, ähnlicher sind. Weil hier sind ja teilweise dann doch große Unterschiede, wenn man diese Multiklassen quasi macht. Am Ende dieses Grand Prix ist es an der Zeit, sich zu entspannen und zu feiern. Hier kommen Sie nun, Ihre Top 3 des heutigen Tages. So, und jetzt haben wir sogar mal ein Klassikrennen gewonnen. Sehr schön. Sehr schön. Mal gucken, was wir das nächste Mal fahren. Wir haben ja so viele Klassikautos, da ist definitiv noch einiges zu machen. Und es soll ja quasi als Überbrückung zwischen dem 2018er und 2019er halt noch laufen. Jetzt hier die Klassik-Sachen. Deswegen ja, machen wir das Ganze hier. Jo, damit haben wir das Rennen schon hinter uns. Ging eigentlich echt flott, muss ich sagen. Und ich würde sagen, wir machen an der Stelle dann Schluss. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Also, haut rein, Leute.